Fuß und auch Knie und hallo liebe Leute, willkommen zurück zu meinem Kanal Golden Lip und das heißt Baby Gorilla auf Deutsch. Ich komme aus der Hauptstadt Phnom Penh, Kambodscha, dort geboren und aufgewachsen, also bitte verzeih mir, wenn ich Fehler mache. Ihr könnt gerne mein Deutsch korrigieren und verbessern, das würde ich mich sehr freuen. Heute spreche ich über was Aktuelles und zwar über Corona. Ich werde euch nur ein paar Lifehack-Tipps zeigen, wie die Kambodschaner ohne Klopapier klarkommen. Falls ihr schon das letzte Video von mir geguckt habt, dann wisst ihr schon, wie die Kambodschaner ohne Klopapier klarkommen können. Und falls ihr das Video nicht geguckt habt, dann verlinke ich hier mal oben. Dann könnt ihr danach noch angucken, falls ihr Lust drauf habt. Aber dieses Video zeige ich euch, wie man aufs Klo geht, um Pipi zu machen oder Pupu zu machen, ohne Klopapier zu gebrauchen. Aber bevor wir beginnen, möchte ich schon ein bisschen was sagen. Und zwar, falls ihr diejenigen, die immer so viele Klopapier gekauft habt, dann bitte damit aufhören. Das finde ich echt überhaupt nicht cool von euch, dass ihr so viele Klopapier gekauft habt, um ohne große Gedanken zu machen. Obwohl die Waren im Supermarkt oder woanders werden sowieso nachgeliefert und wieder eingefüllt. Das ist, was ich halt von Tagesschau informiert bin und ich hoffe, dass es richtig ist und nicht falsch. Ich meine, von Tagesschau kann man die Information schon vertrauen. Und wenn ihr so weitermacht, das ist überhaupt nicht cool für uns normale Leute, die nur Klopapier kaufen, wenn es Klopapier zu Hause aus sind. Das ist überhaupt nicht cool. Dann müssen wir extra zum 5. oder 6. Supermarkt rennen, damit wir endlich mal Klopapier kriegen. Und es gibt natürlich auch noch Leute, die Panik gekriegt haben von euch, weil die denken, dass okay, Klopapier werden überall ausverkauft und die sollen auch genauso viel kaufen. Und wenn jeder diese Verhältnis haben, Leute, das geht nicht. Das geht nicht weiter so. Ihr sollt das nicht machen. Ihr sollt einfach damit aufhören. In dem Fall, dass ihr große Familie habt oder ihr kauft ein bisschen viel Klopapier, damit ihr nicht so oft draußen müssen. Das verstehe ich noch, aber wenn man so Lifetime Supply Klopapier kauft oder paar Jahre Supply Klopapier kauft, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich bitte euch, wenn ihr diejenigen sind, die immer so viele Packungen Klopapier gekauft haben, bitte damit aufhören. Es gibt Leute, die wirklich zum 4. oder 5. Supermarkt schon rennen müssen, damit sie endlich mal wieder Klopapier kriegen. Wenn jeder Klopapier wie normal oder wie immer gekauft haben, dann werden wir dieses Problem nicht haben. Wisst ihr, ihr macht euch selbst so lächerlich und es gibt jetzt schon in Berlin ein offizielles Graffiti über das Klopapier. Und für ältere Leute, bitte bleiben wirklich zu Hause und nicht so oft zum Einkaufen gehen. Bitte lasst eure Kinder für euch einkaufen. Und falls ihr keine Kinder habt, dann bitte selber schnell einkaufen gehen, womöglich nicht so viele Leute sind. Denn Gesundheit ist sehr wichtig. Man kann keine Gesundheit kaufen, obwohl man so viel Geld hat. Also bitte bleibt wirklich gesund und hört wirklich die Regierung zu. Egal, so zu unserem Thema. Kann man ohne Klopapier überleben? Klar, kann man. Ist das ein Wunder? Nein, das ist kein Wunder. Es ist nur, weil wir hygienisch genug, um unsere Hände zu waschen. Ich komme aus Kambodscha und ich bin überhaupt ohne Klopapier aufgewachsen. Und die anderen Khmer auch. Und wir leben noch natürlich. Gott sei Dank. Und ist das ein Wunder? Nein, das ist kein Wunder. Also erstmal sage ich euch über die drei verschiedenen Lifehacks ohne Klopapier. Und dann danach erkläre ich euch, wie die Einheimischen in Kambodscha so aufs Klo gehen. Option 1, Bidetsprüher installieren. Falls ihr davon noch nicht gehört habt, dann das ist das hier. Dafür braucht ihr aber Wasseranschluss. Also falls ihr noch einen extra Wasseranschluss habt, dann könnt ihr gerne einfach eins bestellen. Von Bidetsprüher kommt halt Wasser, um da unten sauber zu machen.
Also es ist mit oder ohne Klopapier kombinierbar, je nachdem. Das Problem ist, dass da unten nass wird. Deswegen empfehle ich ja mit oder ohne Klopapier. Okay, mit Klopapier könnt ihr immer noch Klopapier sparen. Denn man braucht nicht so viel, wie man nur Klopapier benutzt, weil es einmal schon vorher sauber gemacht wird. Nur Bidet-Sprüher ohne Klopapier wäre super, denn ihr braucht überhaupt kein Klopapier. Nicht mal einzelnen Blatt. Erstes muss ihr nur mit Bidet-Sprüher da unten so sauber wie möglich machen. Und dann muss ihr eure Hände dann benutzen, um nochmal ganz sauber zu machen. Und falls ihr denkt, dass es schon sauber ist, das ist okay, aber falls noch nicht, muss ihr euren Händen benutzen. Sorry, ich werde ein bisschen direkt sein, damit ich euch gut erklären kann. Das heißt, ihr erstmal mit Bidet-Sprüher sauber machen und dann nochmal mit Bidet-Sprüher, entweder rechte Hand oder linke Hand, und die anderen Hand ist halt, um da unten sauber zu machen. Sorry. Danach könnt ihr dann eure Hände sehr, sehr gut waschen. Option 2. Falls ihr keinen Wasseranschluss habt, dann braucht ihr nur Waschbecken und einen kleinen Schüssel. Am besten Plastik oder Alu, was nicht so zerbrechlich ist. Das Spiel ist immer dasselbe. Ihr braucht das Wasser vom Waschbecken, um dort unten sauber zu machen. Eventuell mit oder ohne Klopapier. Falls ihr überhaupt kein Klopapier mehr habt, dann einfach euren Händen benutzen, nochmal ganz sauber zu machen und dann nochmal mit Seife eure Händen waschen. Und obwohl ihr immer noch mit Klopapier kombinieren wollt, ihr braucht dann nicht mehr so viel Klopapier. Das ist halt sparsam. Und nicht vergessen, eure Plastik- oder Aluschüssel auch regelmäßig putzen und sauber machen. Option 3. Ihr könnt einfach einen Wassertank neben Klo stellen. Und dazu natürlich wieder einen Plastik- oder Alu- oder Metallschüssel. Das Prozedur ist immer das gleiche, das wisst ihr schon. Und es ist eure Entscheidung, ob ihr mit oder ohne Klopapier kombinieren wollt. Und jetzt erkläre ich kurz, wie die Einheimischen mit dem Butcher aufs Klo gehen. In großen Städten, vor allem Neubaugebäude, haben sie die Bidet-Sprüher-Installation drin, meistens. Das heißt, viele Leute benutzen jetzt nur Bidet-Sprüher und überall ohne Klopapier. Das war vor 10 Jahren zum Beispiel noch nicht modern und wir hatten auch noch keine extra Bidet-Sprüher-Installation und wir müssen irgendwie andere Methoden finden dafür. Bei mir zu Hause in Butcher habe ich auch eine Bidet-Sprüher. Bei manchen Verwandten von mir haben sie auch noch Wassertank mit einem Schüssel. Also sehr altmodisch, aber es ist immer noch üblich bei uns. Wir können sowieso kein Klopapier haben oder benutzen, denn es wird alles gestopfen. Und beim Restaurant oder Hotel oder so, falls ihr schon mal in Kambodscha wart, seht ihr, dass man sollte immer das Klopapier ins Mülleimer reinwerfen und nicht ins Klo. Und falls ihr das letzte deutsche Video von mir geguckt habt, darüber habe ich auch schon mal erwähnt. Okay Leute, das war schon die 3 Klopapier-Lifehacks von mir. Und ich hoffe, dass ihr das ein bisschen hilfreich findet. Oder eventuell macht ihr das genauso, wie ich gesagt habe. Und hoffen wir mal, dass alle ein bisschen normales Verhältnis haben und kauft Klopapier wie normal und nicht wie verrückt. Okay, dann sage ich mal danke fürs Schauen und bis bald. Mit mir und tschüss.